Applaus für den Popstar von Hoppegarten. Dennis Schiergen ist der strahlende Sieger des 123. Großen Preises von Berlin. Der gerade einmal 18-jährige Abiturient stellte die Konkurrenz aus dem Profilager an diesem Renntag in den Schatten. Und darum wird Dennis Schiergen diesen historischen Sieg wohl so schnell nicht vergessen. Ein großartiges Gefühl, so eine Chance zu bekommen und so ein Rennen zu gewinnen, ist einfach unglaublich. Ein großartiges Gefühl, dem ein großartiges Rennen vorausging. Vor knapp 12.000 begeisterten Zuschauern dominierte der Amateurreiter von Beginn an das Geschehen und sicherte sich den Erfolg mit einem Startzielsieg. Lieder ist Zweite vor Meer und dritter hinter Nordvulkan. Girolamo und Don Harling vorne, aber Nymphea. Die 300-Meter-Marke ist passiert. Der Abstand wird kürzer. Temida ist dahinter, Zweiter Meer und dritter. Girolamo dahinter. 200 Meter noch bis zum Ziel. Reicht die Luft noch? Nymphea ist voraus. 150 Meter Temida. Philipp Minald gibt alles. Meer und dritter hinter mit Mirko Demore. Aber Nymphea, sie geht nach Hause im 123. Großen Preis von Berlin. Dennis Schirm zückt den Stift und schreibt sich ein in die Geschichte, in die Siegerliste des Großen Preis von Berlin. Temida wird Zweite, Meerhundre Dritte, dann Girolamo vor Don Harling und Nordvulkan. Was für ein Ritt von Dennis Schirgen! Tradition verpflichtet eben. Und so freute sich auch Jockey-Legende und Erfolgstrainer Peter Schirgen über den Triumph seines ältesten Sohnes. Ich meine, ich habe schon großes Vertrauen in ihn und er macht das schon alles ganz toll. Dennis Schirgen, ein Name, den man sich merken muss.